Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. In dieser Woche haben sich die Familienminister der Länder getroffen und das wichtige Thema waren die Kitas. Denn in den Kitas wird der Grundstein für die Bildungskarriere von jungen Menschen gelegt. Wenn wir länger damit warten, Kinderbetreuung wieder zu verstärken, dann verpassen wir wahnsinnige Bildungschancen. Und wir wissen mittlerweile, dass die Gesundheitsgefahren mit einem guten Hygienekonzept dort absolut kontrollierbar sind. Und deshalb freuen wir uns gerade auch hier im Bundestag darüber, dass insbesondere zwei Landesregierungen hier vorangehen, an denen die FDP beteiligt ist, nämlich Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Natürlich ist Corona weiterhin das wichtigste Thema, aber es gibt Regionen auf der Welt, wo das als Ablenkung genutzt wird, um gegen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte vorzugehen. Und das passiert gerade in Hongkong. Hongkong hat ja früher mal zum Commonwealth gehört und ist dann an China zurückgegeben worden. Und China hat versprochen, dass man dann mit Hongkong zusammen ein Land ist, aber dass es zwei Systeme gibt. Sprich, dass in Hongkong Demokratie und Menschenrechte geachtet werden. Und da legt der chinesische Volkskongress jetzt die Axt an. Und das thematisieren wir, weil wir stehen für Freiheit und Menschenrechte weltweit. Und auf Rechtsstaat und Grundrechte müssen wir natürlich auch in Deutschland achten. Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem entschieden, dass auch der deutsche Auslandsgeheimdienst Grundrechte respektieren muss. Und um das umzusetzen, haben wir diese Woche Vorschläge gemacht. Natürlich kann nicht jeden Tag irgendjemand bei den Geheimdiensten reinmarschieren, aber wir wollen einen Nachrichtendienstbeauftragten, der einerseits die Vertraulichkeit dieser Arbeit gewährleistet und andererseits dafür sorgt, dass Grundrechte respektiert werden.